Dann ist es mir jetzt eine ganz besondere Freude, Matthias Koch vorzustellen. Und der wird jetzt über Compiler-Optimierung für Forth im Mikrocontroller sprechen. Bitte einen warmen Applaus für Matthias. Guten Tag, hallo. Wie gesagt, Compiler-Optimierung für Forth im Mikrocontroller. Und ganz zur Eröffnung habe ich mal eine Frage. Wer von euch kennt Forth eigentlich schon? Okay, so etwa die Hälfte. Das bedeutet aber, ich sollte besser noch einmal kurz erklären, was diese Sprache eigentlich ausmacht. Es ist eine Sprache, die auf dem Modell eines Stacks basiert. Vielleicht kennt ihr die umgekehrte polnische Notation, wo es so ist, dass erst die Parameter kommen und dann die Operatoren. Man legt also Werte auf den Stack, von oben kommen die Operatoren, nehmen sich etwas, berechnen etwas, legen es wieder drauf. Es gibt auch einen zweiten Stack, den Return Stack, worüber die Rücksprungadressen gehandhabt werden. Das bedeutet, man kann nacheinander die verschiedenen Operatoren aufrufen und muss nicht wie bei C den Stack vor allem hin und her kopieren. Der Compiler selbst ist sehr simpel aufgebaut. Es basiert darauf, dass man den Eingabestrom, was der Mensch tippt, nimmt, in Wörter zerhackt, also an Space, Tabulator, Zeilenumbruch. Wenn ein Wort gefunden wird, wird es in der Liste der bekannten Wörter gesucht, entweder ausgeführt oder kompiliert. Und wenn es nicht gefunden werden kann, wird das Zahl interpretiert und auf den Stack gelegt. Oder es wird etwas kompiliert, um diese Zahl dann später auf den Stack zu legen. Das war eigentlich schon die Sprache. Das Besondere daran ist, dass sie klein genug ist, dass sie in einem Mikrocontroller installiert werden kann. Was dazu führt, dass man dann mit einem Terminal mit seinem Chip chatten kann und von innen heraus ausprobieren, ob die Hardware gut funktioniert, weil man dann nicht viele kleine Testprogramme schreiben muss, sondern ganz einfach von Hand an den Leitungen wackeln kann und alle Definitionen, die man geschrieben hat, auch sofort interaktiv ausprobieren kann. Das führt dann auch dazu, dass die Definition natürlich gleich in der Hardware läuft und auch gleich mit Echtzeit, sodass man so die Fehlersuche sehr stark vereinfachen kann. Das ist so ein bisschen eine Einführung in Forth. Ich selbst habe diese Sprache nicht erfunden. Die gibt es schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. Aber ich habe Compiler geschrieben für MSP 430, für ARM Cortex M0, M3 und M4, M7 ist in Planung. Und es gibt noch eine Variante, die ich in Zusammenarbeit mit James Bowman gemacht habe, die auf einem FPGA läuft. Aber davon ein bisschen mehr später. Eigentlich ist das ungewöhnlich, sich selbst vorzustellen, aber meine Freunde meinen, es sollte mal sein. Ich bin Diplomphysiker, habe Physik mit dem Fach Gartenbau studiert, bin gerade in meiner Doktorarbeit in der Laserspektroskopie, habe alle möglichen Interessen durcheinander, besonders Radionavigation und meine Lieblingssprachen kann man nur sehen. Der Name mag vielleicht etwas ungewöhnlich sein, aber die erste unterstützte Plattform war der MSP 430 und von MSP und ECRI aus dem Französischen kam der Name dann. Du beschreibst den MSP 430, weil es da innen drin ist und man schreibt direkt hinein. Unterstützt werden alle MSP 430 Launchpads, sehr viele ARM-Cortex-Architekturen und mit dem FPGA später ein bisschen mehr. Die klassischen Architekturen, also wie Forth bis normalerweise implementiert worden ist, so geschichtlich, war eine virtuelle Maschine, wo eine Liste von Pointern drin war, wo nacheinander diese Pointer genommen worden sind und dann entweder wieder eine Liste von Pointern hielten oder aber eben eine Assembler-Primitive. Natürlich ist das sehr schön, wenn man dann einen Fehler suchen möchte im Compiler. Das ist sehr einfach dadurch. Und es lassen sich auch einige ungewöhnliche Sachen dabei implementieren. Aber es frisst viele, viele Taktzyklen. Die ganz alten Systeme hatten sogar mal die Möglichkeit, noch einmal über eine Tabelle die ganzen verschiedenen Pointer umzuleiten, sodass man Definitionen, die schon liefen, nachträglich noch ändern konnte. Also eine Definition ganz, ganz tief im System durch etwas Neues austauschen. Die wird dann sofort verwendet. Das ging mal. Außerdem lässt sich Forth sehr leicht dekompilieren, zumindest bei der klassischen Implementation, sodass bei einer Jupyter Ace, man brauchte keine Quelltexte. Man hatte den Objektcode, man konnte ihn disassemblieren, zurück in den Quelltext, ändern, neu kompilieren, fertig. Die Optimierungen, die ich jetzt vorführen werde, zerstören diesen interessanten Aspekt, weil da Maschinencode rauskommt und weil da auch Teile wegoptimiert werden. Es gibt also nicht mehr so die 1:1 Zusammenhang zwischen dem, was man geschrieben hat und dem, was hinterher tatsächlich im Prozessor ausgeführt wird. Andersherum jedoch
Ich hatte fortlang auch mit dem Problem zu kämpfen, dass immer das ein bisschen langsam galt. Das habe ich geändert. Und ich möchte gerne heute vorstellen, was für Optimierungen man im Chip selbst durchführen kann. Natürlich, aus der Compiler-Theorie heraus sind das alles alte Hüte. Aber die meisten Compiler brauchen sehr viel Speicher, laufen auf dem PC, wo es ja fast unbegrenzt davon gibt. Ich wollte aber mal herausfinden, welche Optimierung man in dem Arbeitsspeicher eines kleinen Mikrocontrollers implementieren kann. Dazu gehören Tailcall, Konstantenspaltung, Inlining, Obkodierung und die Registerallokation. In welcher Architektur diese jeweils implementiert sind, steht damit bei. Nun will ich die ganzen einzelnen Optimierungen einmal vorstellen. Tailcall ist relativ simpel. Wenn das letzte in einer Routine ein Call ist und danach direkt ein Return kommt, dann kann man das auch durch einen Sprungbefehl ersetzen. Man braucht dann nicht den Umweg über den Stack zu nehmen. Das ist ja eigentlich soweit klar nichts Besonderes. Konstantenspaltung bedeutet, manchmal möchte man als Mensch etwas durchschreiben, dass man ein paar Konstanten nimmt, sie multipliziert, zusammen verodert. All das immer mitzukompilieren, wäre ja eigentlich Zeitverschwendung. Es steht ja schon während der Kompilation fest, was das Ergebnis dieser Berechnung sein wird. Der Compiler kann also durchaus diese Rechnung schon während des Kompilierens durchführen und noch das Ergebnis einkompilieren. Hier sieht man mal ein kleines Beispiel, also 6 auf den Stack legen, 7 auf den Stack legen, beide Werte vertauschen, miteinander multiplizieren und das Ganze dann aufsummieren. Eigentlich sind die ersten Teile schon fest. Das reicht, wenn man 42 plus kompilieren würde. Das ist die Konstantenspaltung. Das ist jetzt ein glasklarer Fall, wo man das direkt sieht. Aber manchmal gibt es auch aus anderen Optimierungen heraus noch die Möglichkeit, dass Konstantenspaltung möglich werden kann. Das ist dann nicht mehr so ganz so offensichtlich. Dazu, wie das implementiert wird, möchte ich erstmal kurz zeigen, wie der klassische Fort-Compiler implementiert worden ist. Es war so, dass der Eingabestrom, den der Benutzer eingetippt hat, in einzelne Wörter, in Token zerhackt worden ist. Dann wurde geprüft, ob es in der Liste der bekannten Definitionen auftaucht oder eben auch nicht. Ist das der Fall? Ist die Frage, ob kompiliert werden soll oder nicht. Es gibt einen Ausführ- und einen Kompiliermodus, das ist eine interaktive Sprache. Im Kompiliermodus, und wenn es nicht immediat ist, auch eine Spezialität von Fort, dann wird ein Aufruf in der Definition einkompiliert, also ein Callbefehl geschrieben. Immediat bedeutet übrigens, dass etwas, was kompiliert werden soll, selbst ausgeführt wird. Das braucht man für Kontrollstrukturen, die dann noch so Sprünge handhaben müssen und ähnliches. Und ansonsten ist man im Ausführmodus, wird die Definition ausgeführt. Nicht gefunden, versucht man es als Teil zu interpretieren. Und je nachdem, ob kompiliert werden soll oder nicht, wird es auf den Stack gelegt. Oder es wird etwas kompiliert, was die Zahl dann bei der Ausführung auf den Stack legen wird. Weil es auch keine gültige Zahl ist, ist ein Fehler. Um dort Konstantenspaltung einzufügen, sind keine so großen Änderungen nötig. Wichtig ist jetzt eigentlich nur, dass man die Konstanten nicht kompiliert. Zumindest nicht gleich, sondern erstmal sammelt und dann, wenn eine Operation kommt, die bei konstanten Eingaben auch konstante Ausgaben produziert, diese dann auszuführen. Die Änderungen sind so, dass jetzt ganz am Anfang der aktuelle Stackfüllstand vermerkt werden muss. Denn man muss auch wissen, wie viele Konstanten gerade zur Verfügung stehen. Steuer ist ausgeführt werden, wurde es gefunden, dann brauchen wir keine Konstantenspaltung machen. Dann schmeißen wir den Pointer wieder weg, alles gut, vergessen wir. Sind wir im Kompiliermodus, wird geprüft, ob diese Definition mit konstanten Eingaben auch eine konstante Ausgabe produzieren kann. Und wenn ja, sind genug dafür vorhanden. Eine Invertierung einer Zahl braucht eine Konstante. Eine Addition braucht 2 Konstanten und so weiter. Das muss geprüft werden. Wenn das gut geht, kann sie ausgeführt werden. Sie lässt dann die Ergebnisse dort liegen und dadurch, dass wir wussten, wo der Stackpointer vorher gewesen ist, wissen wir auch, wie viele Konstanten danach noch auf dem Stack liegen geblieben sind. Es kann also durchaus variabel viele Ausgabekonstanten produzieren. Ist diese Definition jedoch nicht faltbar, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als alles, was an Konstanten dort liegt, einzukompilieren und dann einen klassischen Callbefehl zu machen. Ja, aber man kann den klassischen Callbefehl auch noch mal ein bisschen abwandeln. Man kann gucken, ob da eine sehr kurze Definition ist und deren Obkurs dann direkt einfügen. Und bei Fort natürlich immediat überprüfen, was bedeutet, dass diese Definition selber irgendwelche Spezialfälle umsetzen kann.
nicht gefunden. Zahlen bleiben stets auf dem Stack liegen, damit ich halt später in die konstanten Faltungen reinkommen könne. Wichtig dabei ist zu wissen, dass dabei, während die Zahlen gesammelt werden, ja schon ein Marker in den Stack gesetzt worden ist, um den Füllstand zu bestimmen. Ist es nicht als Zahl zu interpretieren, das ist ein Fehler. Das ist im Prinzip der Kerngedanke, um konstanten Faltungen fort zu implementieren. Das hier ist grundsätzlich eigentlich auf jeder Architektur möglich, wo fortläuft. Und es ist auch relativ unabhängig davon, wie das Fort jetzt nun eigentlich innen drin implementiert ist. Ich habe schon gesehen, dass jemand, Matthias Trute von AM Fort für AVR, angefangen hat, das auch einzubauen. Das muss zusammen recognizern. Also es geht recht gut. Es ist auch standardkonform. Die nächste Sache, Inlining. Klar, macht T-Compiler auch. Kurze Definitionen, die nur ein paar Opcodes haben, können mit einigen Vorsichtsmaßregeln auch direkt eingefügt werden. Denn wozu sollte man einen Call wohin tun, wenn die Opcodes kürzer sind als der Call selbst? Und hier das Beispiel von Plus. Ich meine, man ruft nicht die Primitive von Plus auf, wenn man den Plus-Opcode direkt einfügen kann. Das leuchtet einem auch ein. Opcodierung, ich nenne es mal so, ich weiß nicht, wie es sonst genannt werden soll, ist, wenn ein Opcode eine Konstante direkt in sich aufnehmen kann, dann ist es doch sinnvoller, die Konstante direkt mit zu opcodieren, als sie über den Stack zu legen und dann darüber zu verwenden. Man spart halt ein paar Takte und ein bisschen Platz. Das hängt davon ab, was für einen Prozessor man hat. Beim MSP 530 geht das immer wunderbar. Bei einem Cortex manchmal, er hat nur einige Opcodes, die Konstanten können. Und wenn man einen Stack-Prozessor hat, geht das gar nicht. Und der Registerallokator schließlich ist die Überlegung, dass man Zwischenergebnisse, die bei Fort traditionell auf dem Stack liegen würden, versucht auf Register abzubilden. Denn klar, eine Stack-Sprache ist was ganz was anderes als ein Prozessor, der hauptsächlich mit Registern arbeitet. Bei ARM Cortex ist das ganz besonders schlimm, denn er kann nicht direkt in den Speicher zugreifen, um da irgendwas zu berechnen, sondern er muss auf jeden Fall immer aus dem Speicher in Register holen, im Register etwas machen und in den Speicher zurückschreiben. Das ist ziemlich aufwendig. Wenn man das abkürzen kann, die Zwischenergebnisse gleich im Register hält, kann man viel kürzere Befehlssequenzen nutzen, die direkt zwischen den Registern arbeiten. Wichtig dabei ist noch, dass das Ganze transparent wird für den Programmierer. Wenn man also etwas macht, wo die logische Struktur des Stacks sichtbar wird oder sichtbar werden könnte, muss der Compiler auf jeden Fall zurückfallen und alles in den richtigen Stack reinschreiben, sodass man dann auch direkt im Stack Manipulationen machen kann, wenn das denn mal notwendig ist. Und das ist bei Fort ziemlich häufig, weil Fort-Programmierer gerne alle möglichen Tricks anwenden. Das Wesentliche für den Registerallokator ist, zu wissen, wo welches Element gerade ist. Man muss also während der Kompilation ein Stack-Modell mitlaufen lassen, worin vermerkt ist, wo diese Stack-Elemente gerade sind. Sind sie noch auf dem Stack selbst, also im Arbeitsspeicher? Sind sie gerade in einem Register drin? Wenn ja, in welchem? Oder wenn neue Zwischenergebnisse auftreten, haben wir noch genug Register? Denn wenn mehr Zwischenergebnisse da sind, als Register zur Verfügung stehen, dann müssen die Register wieder in den Arbeitsspeicher auf den Stack geschrieben werden. Und das ist das, was innen drin das Besondere ausmacht. Man kann es sehr klein implementieren, aber man muss daran denken, dass das sehr seltsam ist, dass das im Mikrocontroller läuft. Normalerweise gibt es bei Registerallokatoren viele Algorithmen drumherum, die überlegen, wie man das möglichst gut über möglichst weite Strecken im Programm machen kann. Ich habe es sehr einfach gemacht. An den Stellen, wo Kontrollstrukturen verzweigen, hört man einfach auf. Man schreibt den einzelnen Stack und fertig. Ist eine sehr simple Implementation. Und globale Optimierung habe ich gar nicht drin. Aber es ist ein Anfang. Das sind jetzt all die Optimierungen, die angesprochen werden sollen. Nun will ich einmal ein paar Beispiele dafür zeigen. Erstmal muss ich aber noch sagen, MacRisp-ICE ist nicht allein meine Arbeit, sondern basiert auf vielen, vielen anderen schönen Sachen, die auch vorgestellt worden sind. James Bowman hat den J1-Prozessor entwickelt. Clifford Wolf, Crossin Seed und Matthias Lasser haben die erste freie Toolchains für FPGAs entwickelt und darauf basiert das alles. Da drin habe ich die Konstantenfaltung, automatisches Inline-Kurzer-Definitionen und Take-Call-Optimierung. Hier ist jetzt mal ein kleines Beispiel.
Das ist noch aus der LESCOM-Implementation, wie man über eine Leuchtdiode kommunizieren kann. Für die, die es jetzt nicht bei der Assembly gesehen haben, ist es so, dass man eine Leuchtdiode nicht nur zum Leuchten, auch als Fotodiode nutzen kann. Und wenn man das schnell hintereinander abwechselt, leuchten und gucken, wie hell es ist, hat man eine serielle Schnittstelle über eine Leuchtdiode. Was natürlich auch dazu führt, wenn man den Compiler auch noch im Chip hat, dann kann man über die Power-On-Lampe seiner Kaffeemaschine neue Brühprogramme einspeichern und Fehlermeldungen auslesen. Aber das ist jetzt mal was anderes, nur so nebenbei. Gucken wir uns das jetzt mal genau an. Als erstes werden Konstanten definiert für Anode und Kathode, wo die gerade angeschlossen sind. Und dann eine Definition, Schein soll sie heißen, wo die Anode und die Kathode beide als Ausgang gesetzt werden und die Anode high. Wenn man sich das jetzt mal disassembliert ansieht, ist da schon einiges passiert. Als erstes, Anode, Kathode, OR ist zu einer einzigen Konstante hier, Hex 11, zusammengefasst worden. Das war die Konstantenfaltung. Dann als nächstes, ganz unten, das letzte wäre ein Call, um etwas zu speichern im IO-Teil. Dort wurde jetzt ein Jump und kein Call eingefügt. Das war die Tail-Call-Optimierung. Ist das soweit noch ganz klar? Hier kann man noch einmal das Inlining sehen. Denn an der Stelle hier, Kathode End, das End wurde auch direkt eingefügt, das Alu-Obrot, und wurde nicht als Call eingefügt. Und dann darum herum natürlich wieder die üblichen Verdächtigen, unten passiert Tail-Call. Und für die Konstantenfaltung habe ich noch mal ein kleines Beispiel, und zwar das, was ich ganz am Anfang hatte, wie das aussieht. Ganz einfach. Es wird ausgerechnet vom Compiler schon während des Kompilierens. Die Konstante wird geschrieben. Ein Stack-Prozessor kann keine Konstante in Opcodes mit einbauen, also gibt es da keine weitere Optimierung mehr. Dann kommt Plus. Plus ist drin im Prozessor und der J1 hat noch die Möglichkeit, auch gleich den Rücksprung mit dem Opcode zu haben. Fertig. Tail-Call im Prinzip auch erledigt. So. Zum J1-Prozessor kann man viel erzählen. Ich will nur kurz sagen, er ist sehr klein, sehr verständlich. Das sind 200 Zeilen Verilog. Es lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken. Schaut mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. MSP430. Das ist ein Prozessor, der sehr viele verschiedene Adressierungsarten unterstützt und auch eigentlich recht gut zu Fort passt. Mit Tail-Call gab es ein paar Probleme, weil es einige Tricks gibt, die mit den Rücksprungadressen was machen und dann knackt das. Also habe ich keinen Tail-Call drin. Aber Konstantenfaltung, Inlining und Opcodierung sind drin. Hier mal ein paar Beispiele. Hier kann man wieder sehen, es werden Konstanten definiert und ganz am Ende sollen dann wieder Leuchtdioden angesteuert werden, es soll der Taster vorbereitet werden. Einfach nur Initialisierung für so ein Launchpad. Das sieht kompiliert so aus. Jetzt tritt mehreres in Aktion. Die Konstanten kommen wieder über die Konstantenfaltung und diese Befehle werden über Inlining eingebaut. Und dadurch, dass sie direkt Parameter in den Opcode übernehmen können, kriegen sie auch die Opcodierung mit. So dass das, was hinterher rauskommt, eigentlich das gleiche ist, was ich auch in Assembler schreiben würde. Man sieht auch immer, die Zeilen immer nur ein Opcode. Das war's. Das letzte ist übrigens der Rücksprung. Der sieht immer ein bisschen komisch aus, aber das funktioniert. MacRisp Stellaris ist eine direkte Portierung von MacRisp auf einen ARM Cortex M4 gewesen. Stellaris Launchpad war die erste Plattform, die unterstützt war. Daher der Name klingt gut, habe ich so gelassen. Eigentlich identisch mit dem MSP 430, wenn es um Optimierung geht. Aber ich habe jetzt gerade noch, das ist im November fertig geworden, einen Registerallokator reinbekommen. Den möchte ich noch kurz zeigen. Hier sieht man ein Beispiel, was schon ein bisschen schwieriger ist. Das oben ist der Gray-Code. Der Gray-Code ist so eine Sache, wenn man darin zählt, ändert sich mal nur eine Bitstelle. Na gut. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern darum, dass man hier sieht, dass keine Stackbewegungen mehr da sind. Das oberste Stack-Element ist im ARM in Register 6 enthalten und die Zwischenergebnis, also Duplikat, legt das oberste Element nochmal auf den Stack, dann kommt die 1. Man sieht schon, der Schiebebefehl hat als Zielregister einen anderen Register, also einen freien Zwischenergebnisregister. Und exklusiv oder nimmt es von da und tut das wieder auf das oberste Stack-Element, sodass man gar keine Stack-Bewegung mehr braucht. Und das Quadrat genauso. Das ist eben die Sache, dass man versucht, Zwischenergebnisse in Registern zu halten, soweit möglich. Das hier ist ein klein bisschen aufwendigeres Beispiel. Hier ist es so, dass Variablen geholt werden sollen, zwei Stück.
addiert und wie es zurückgeschrieben. Im ARM-Cortex kann man übrigens einen Offset an den Ladebefehl dranfügen. Am Anfang wird also die Adresse der Variablen geladen, dann wird die erste Variable geholt, dann die zweite, beide werden addiert und zurückgeschrieben. Wieder keine Stackbewegung nötig. Wer jetzt ein bisschen neugierig geworden ist und sofort loslegen möchte, alle Launchpads von Texas Instruments werden unterstützt. Der ARM-Cortex, viele davon von STM, Texas Instruments, Infineon neuerdings und Freescale. Und wer andere Systeme benutzt, kann natürlich auch gerne FORT ausprobieren. Es gibt GFORT für den PC, AMFORT für die Atme RVR-Reihe, für PIC gibt es FlashFORT und für den Z80 und noch einige andere CamelFORT. Ganz, ganz viele verschiedene. Es kommt nämlich daher, dass dadurch das FORT recht klein ist und recht leicht implementiert werden kann, dass viele Leute zum Kennenlernen der Sprache einfach selber ihren eigenen Compiler implementieren. Das macht Spaß. Und ich denke, auch wenn man mir jetzt dafür den Kopf abreißen wird in einigen Kreisen, man möge es tun. Denn dabei lernt man sehr viel über das Innere kennen. Andere sagen natürlich, ja, man soll sich erstmal mit der Philosophie der Sprache auseinandersetzen. Sei es drum, beide Seiten haben ihre guten Argumente. Ich muss sagen, ich habe direkt mit dem Schreiben meines ersten Compilers begonnen und stehe nun hier. Ich habe noch einige Beispiele mitgebracht und habe noch ein bisschen Zeit über. Das hier generiert Zufallszahlen mit dem Rauschen des Analog-Digital-Wanders, der einen Temperatursensor trägt. Das ist einfach nur eine kleine Schleife, die 16 Mal durchläuft und es wird jeweils aus dem Analog-Kanal 10 im MST430 ein Wert gelesen. Das unterste Bit wird maskiert, dann hinzugetan zu dem, was man schon hat und das nächste Bit. Das ist jetzt, wie es kompiliert worden ist. Als erstes werden die Schleifenregister freigemacht. Dann wird eine 0 auf den Stack gelegt. Wenn man sich das hier nochmal anguckt, eine 0 ganz am Anfang wurde da ja schon hingelegt. Also der Wert, wo dann hinter die Bits aus dem AD-Wander reinkommen. Dann der Shift-Befehl wurde bei Inlining eingefügt. Dann kommt die Konstante 10 auf den Stack. Leider gibt es nur einen Push-Befehl im MSP430, also hier die Kombination aus Stackpointer erniedrigen, was drauflegen. Dann wird analog klassisch ausgeführt mit einem Call-Befehl und anschließend wieder Inlining und Opcodierungen. Das Maskieren des unteren Bits ist nur noch ein Opcode. XOR genauso, kann direkt eingefügt werden. Dann wird der Schleifenzähler erhöht, verglichen und die Schleife springt zurück. Wenn die Schleife fertig ist, Register zurückholen, Rücksprung. Hier hat man mal die ganzen Optimierungen alle in eins gesehen, wie das so in einem echten Beispiel aussieht, weil das da vorher doch so ein bisschen gestellt gewesen ist, um es schön zu zeigen. Das hier ist jetzt mal ein etwas größeres Beispiel auf dem ARM-Cortex. Die Bit-Exponentialfunktion ist sowas wie eine Exponentialfunktion, die aber auf Intel-DOS funktioniert. Und hier kann man auch nochmal verschiedene Sachen sehen, wie das im ARM-Cortex aussieht und was passiert, wenn Kontrollstrukturen dazwischen kommen. Ganz am Anfang wird verglichen, ob der Wert eine bestimmte Größe erreicht hat. Dann, dieses PushLR kommt daher, dass im ARM-Cortex so ein Linkregister existiert, der dafür da ist, dass Unterprogrammeinsprüche, die keine weitere Ebene haben, direkt im Register bleiben und nicht auf den Return-Stack gelegt werden müssen. Wenn aber Kontrollstrukturen kommen und noch nicht klar ist, ob in einem der Zweige vielleicht doch noch ein Unterprogramm aufgerufen werden muss, muss er jetzt gesichert werden. So, dann folgt der Sprung, der zu IF gehört. Eine Zahl wird runtergeworfen, eine neue reingelegt, was aber im Endeffekt nur ein Ladebefehl ist, weil ja der Register Top of Stack ohnehin schon die ganze Zeit bereitgelegen hat. Im S-Zweig ist ein bisschen mehr zu tun. Das Duplicate brauchen wir nicht, ein Registerallokator dahinter. Dann der Vergleich, wieder das IF. Hier bei 1-R-Shift kann man wieder sehen, dass das alles in einen Opcode zusammengefügt worden ist. Das ist wieder Kombination aus Konstantenfaltung und Inlining. Dann der S-Zweig. So, hier ist jetzt ein bisschen mehr zu tun. Man kann jetzt auch sehen, dass jetzt mehrere Zwischenergebnisregister auftreten. Also R3 und R2, beide mit dabei. Und die Werte werden jetzt nicht mehr auf den Stack gelegt, sondern zwischen den Registern hin und her geschoben. Vielleicht wird das jetzt so ein bisschen unübersichtlich, aber ich denke, wenn man das nochmal direkt vergleicht, ich habe ja immer dort, wo Assembler steht, auch die FORT-Quelltext daneben. Und das sind die Opcodes, die was für die Zeile generiert werden.
Was man hier noch sehen kann, dass man im Armkortex leider nicht eine Konstante in den Endbefehlen einfügen kann, weswegen das jetzt über einen anderen Register geladen wird. Aber andere Sachen, wie der Shift-Befehl, kann Konstanten direkt übernehmen, das ist ja passiert. Und ganz am Ende muss aufgeräumt werden. Bislang war das kein Problem, weil das oberste Element immer in R6 geblieben ist. Jetzt aber wurden durch die Zwischenergebnisse und das Hin- und Her-Jonglieren der Fall erreicht, dass das oberste Element auf dem Stack eben nicht mehr in dem Register, der normalerweise das oberste Element trägt. Deswegen der vorletzte Befehl, der Move-Befehl, dient zum Aufräumen. Der hat kein Äquivalent in Fork, aber er dient dazu, das Stack-Modell, was gerade in einem Zustand ist, wie es sonst nicht sein sollte, wieder auf den kanonischen Stack zurückzuführen, damit an der Schnittstelle alles sauber übergeben werden kann. Wohlgemerkt, globale Optimierung gibt es noch nicht. Wird es wohl auch erstmal nicht geben. Aber man kann soweit schon mal sehen, dass man da die gesamte Sache ohne Stackbewegung geschafft hat. Mal davon abgesehen, dass der Return-Stack einmal die Adresse zum Rücksprung aufgenommen hat, was er aber nicht vermeiden konnte, weil dieser Compiler sei nicht vorausschauen kann. Er kann immer nur sehen, wo er gerade ist und versuchen, dafür zu generieren. Um das weglassen zu können, müsste man dann vorausschauen können, um zu sehen, was in den Kontrollstrukturen vielleicht doch noch passiert. So, damit bin ich am Ende angelangt. Alle Beispiele gezeigt. Kann ich nur noch wünschen, alles Gute zum neuen Jahr. Und wenn noch Fragen sind, kommt gleich nochmal zu mir, schreibt mir, ich freue mich über viele E-Mails. Vielen Dank. Okay, alles klar. Vielen Dank, Matthias.